Hallo und willkommen zurück zu Discia 5. Alle Vorbereitungen sind getroffen, es kann direkt weitergehen mit der nächsten Mission. Where would you like to go, dude? Immer noch im Schloss Totobunny, die dritte Mission müsste das jetzt sein. Yes, this is Christo. Ja, Christo. It's lucky bonus quiz time. Quick, how many more hours till we launch the anti-Netherworld Annihilation Weapon Armageddon? Es ist die Bonusrunde im Quiz. Wie viele Stunden sind es noch, bis wir die Anti-Unterwelt-Vernichtungswaffe Armageddon starten? Tick tock, tick tock. The correct answer is 4 hours. Die korrekte Antwort ist 4 Stunden. Huh? O only 4 hours? You're lying. Hast du nur noch 4 Stunden? Du lügst. Well, you did get the lucky bonus quiz wrong. Nun, du hast in der Bonusrunde leider versagt. That's just stupid. Das ist doch dumm. Stupid? How rude! Like a loving father, I was only trying to push you into making a decision. Dumm? Wie unhöflich von dir. Wie ein liebender Vater habe ich einfach nur versucht, dir einen kleinen Schubs zu geben, damit du die richtige Entscheidung triffst. You have 4 hours left. You better start evacuating or you won't make it in time. Du hast nur noch 4 Stunden Zeit. Am besten evakuiert ihr sofort oder ihr schafft es nicht rechtzeitig. Why are you so concerned? Only a couple hundred Netherworlds will be blown up along with Void Dark. What's wrong with that? Warum bist du denn so besorgt? Lediglich ein paar hundert Unterwelten werden gleichzeitig mit Void Dark gesprengt. Was stimmt denn daran nicht? You can say goodbye to those lowly demons. Aren't you happy? Dann kannst du endlich Tschüss sagen den niedrigen Dämonen. Macht dich das nicht froh? Lowly. Niedere Dämonen, ja. Hm? Are you mad? But you said so yourself. Demons are lowly. Hm? Bist du verrückt geworden? Aber du hast es doch selbst gesagt. Dämonen sind niedere Lebewesen. You said you were just using those annoying demons. Use them as pawns and sacrifice them. And that's what you said. Du sagtest doch, dass du diese nervigen Dämonen nur benutzen würdest. Sie als Bauernopfer. Als Bauern opfern würdest. So sagtest du doch. That is how I used to think, but now they're my allies and I depend on them in battle. Ja, so habe ich damals tatsächlich gedacht, aber jetzt sind sie meine Verbündeten und ich verlasse mich auf sie im Kampf. Hm? Oh, so they're your allies now. Oh, sie sind also Verbündete. No, no, no. I simply misspoke. How should I put this? Ja, das war jetzt vielleicht ein bisschen schlecht ausgedrückt. Wie soll ich das erklären? Well, if that's the case, then I guess you should feel troubled. Nun, wenn das aber wirklich der Fall ist, dann solltest du dir wirklich Sorgen machen. Oh my, so much teen angst. I didn't think I'd ever hear those words from you, Christo. So viel unnötige Angst. Ich dachte nicht, dass ich jemals diese Worte aus deinem Mund hören würde, Christo. You might actually be a spy. Vielleicht bist du tatsächlich ein Spion. Like I said. Wie ich schon sagte. I'm just kidding. Ach, see ya. War doch nur Spaß. Tschö. My God. How did this even happen? Ach, meine Güte. Wie konnte das überhaupt so weit kommen? Allies. Demons as my allies. Verbündete. Dämonen als meine Verbündete. What am I saying? Was sage ich da nur? Au. Ganz viele Geopanels. No lifting und silence. Na, da habe ich aber Spaß. Ach je, und die Fässer kommen. Oh, No Lifting heißt, werfen brauche ich gar nicht versuchen. Nee, ich könnte aus der Basis raus, kann ich auch niemanden werfen. Ich könnte jemanden hinstellen, dann werfen. Das bringt mir aber keinen Vorteil.
Das heißt, ich muss da einfach durch. Ja, gehen wir mal zu Fuß. Der lange Marsch. Let's go! Silence heißt ja auch, ich kann keinen Schildzauber und sowas sprechen. Dann gehen jetzt einfach mal die... I will never run away anymore. Die Leute mit vielen Hitpoints. I'll never let anyone feel pain. Da lang. Und die anderen lasse ich dann erstmal ein bisschen zurückfallen. I'm coming. Found you. Return to darkness. So, dann brauchen wir gleich Muni zum Heilen. Also gleich ist gut. Ne? Ready. Wird noch ein bisschen dauern. Und Christo wahrscheinlich auch. Also ich denke, ich lasse dann Pandora mal zu Hause. Defense 700 ist schon ein bisschen was. Defense 1000 ist besser. Ich nehme die beiden mal mit. My eyelids are getting heavy. Soll ich denn Billy zu Hause lassen? Nee, ich lasse Christo wieder zu Hause. Eigentlich müsste ich jetzt alle auf Defense schalten. Ich bin auch da ein bisschen vorsichtig, wenn mir gleich Fässer um die Ohren fliegen. Scheinen mir auch so wenig Gegner zu sein hier irgendwie. Da sind es 4. Und da oben nochmal, oder? Okay, und dann noch eine. Na, Magi-Change. Das heißt, wir haben dann vielleicht insgesamt nur 5 Gegner. Das kann ich mal abbrechen hier. Ja. Auch wenn Silence ist, ich werde die jetzt einfach erledigen. Punkt. Wo soll das Problem sein? Das Problem ist höchstens, dass ich nur, dass nur 4 Leute jetzt direkt angreifen können. Okay, dann Bogenschützen, das geht dann auch noch. Dann werde ich dazu. Genau, und du kannst. Ah ne, du bist Silence, du kannst nichts machen. Du kannst dich hier mit hinterstellen. Na, noch nicht verteidigen. So. Jetzt müssen wir mal schauen. Du fängst auf jeden Fall an.
Das ist ganz ordentlich an Schaden. Sollte ich vielleicht später machen. Ich habe es mir gerade überlegt, die Leute lasse ich hier noch mal ein bisschen zurück. Die sind mir zu anfällig. Ich hab's ja nicht geschafft, hier beide abzuräumen. Jetzt kommt der Gegenschlag. Halt! Und die Fässer auch noch. Ach, da habe ich noch. Da waren noch Leute hinter den Fässern, die ich gar nicht gesehen habe. Oder sind das die von oben jetzt runter? Komm. Nee, da waren noch Leute, die ich nicht gesehen habe. Uiuiui, jetzt aber mal schnell weg hier. Und sag mal, wo ist jetzt mein Gegner? Ist der weg explodiert hier? Er hat zwei Enemies. So, da. Da, da. Drei sind da oben sogar noch. Und mein Gegner, den haben sie mit weggesprengt hier. So, jetzt müssen wir hier mal schnell weg. Wobei du kannst sogar zur Not noch heilen. Ja nichts. Wie viel Schaden macht denn dein Hurricane? Hello. Ja, vor allen Dingen trifft er nicht. Aber du hilfst da. Das heißt auch, du machst einen anderen Zauber. Nämlich mit Kilja zusammen. Versuchen wir es mal so. Warte, du kannst auch noch in Reichweite, dann brauchen wir das vielleicht gar nicht. Das müsste sogar reichen. Das Problem ist nur, dass China Tiger gleich aufs Maul bekommen könnte. Kilja kann ja gleich noch heilen, wenn das hier gut geht mit Hiroko, wenn die drauf geht.
Man kann Kili ja gleich noch eine Person heilen. Let's go! Ultimate demon technique. Final skill. Abidia holy water. Ja, sehr gut. So, du selbst hältst einiges aus. Und du nicht ganz so viel, dann würde ich sagen. Achso, du kannst ja sogar mehrere Leute heilen, das ist ja auch. Super, dann machen wir das mal so rum. You okay? Let me thank you. Kann ich sonst noch jemand heilen? Ach nee, nicht auf diesen Feldern, sowieso nicht. Du kannst nicht heilen. Und du wärst auch nicht in der Heilgruppe. Nee. Bleib doch da stehen, Mensch. Was für Schande. Jawohl. Das war ein bisschen viel für Zerokin. Vor allen Dingen, weil er den Bomben nicht ausweichen kann. Das ist ja sonst so seine große Stärke. Oder kann man ihn vielleicht sogar ausweichen? Ich weiß es nicht. Könnten wir eigentlich wieder capturen, wenn wir rankämen. Ach so, genau, No Lifting gilt natürlich auch für diese Stelle dann. Dann machen wir das so. Ich habe wieder nicht darauf geachtet, welche Trefferchance da ist. 60%, aber wenn ich vorher drauf schieße, ist es eh vorbei. Okay, dann kannst du auch noch weitergehen hier. Und du heil dich ruhig mal selber. You okay? My other side. As long as I have my powers, we are super safe. Bonus noch mal angucken. Ja. Der Gürtel ist mir eigentlich egal da oben. Den Speer kriege ich sowieso oder noch und der Rest ist mir egal.
So, hier können wir noch eine kleine Heilrunde einlegen. Genau, geh du auch noch mal erst kurz hier mit hin. Kannst du soweit angreifen? Ja, kannst du. Was mit dem Capture leider lassen. Du kannst doch noch einen anderen Skill hier, Multi-Attacker. Geht natürlich nicht auf dich selbst. Aber dann tust du wenigstens was für dein Geld. Ich muss gleich sehen, dass ich das hier noch zerstöre, bevor die Mission hier schon zu Ende ist. Magnus so werfen kann. 1, 2, 3, 4. Müssen wir mal eben testen. Und dann hat Killia überhaupt einen Skill, der 4 Reichweite hat? Wahrscheinlich gar nicht.
1, 2, 3, 4 doch würde gehen. Das würde gehen, okay. Soll Kilja da aber nicht hinlaufen? Oh, ich wollte gerade wieder Hurricane Blow machen, dass der. Dass das Geopanel dann hinter mir landet, das wäre aber eine dumme Idee. Stattdessen machen wir Exploding Tiger. Ach so, genau, mit Multi-Attacker, was ich da neulich mal gesagt habe, fällt mir ein, das muss ja doch diese Runde dann gelten und nächste Runde. Das heißt, wenn ich das jetzt auf China Tiger spreche, kann China Tiger diese Runde zweimal angreifen und nächste Runde auch zweimal angreifen. Macht dann ja vier Angriffe und also beziehungsweise zwei extra Angriffe. Dafür muss ich einen Angriff opfern von Pandora. Ich gucke nur noch nach Verletzten. Aber mager aus. Dann machen wir einen Schildzauber hinterher. Deshalb, weil es Erfahrungspunkte bringt und weil das jetzt diesen Counter auch noch hochbringt. Und dementsprechend jetzt mehr Bonus gibt. Ja, sehr gut. Hat doch noch für einen Bonus gereicht. Also Bonus 9. Und alle Feinde bekommen ja auch immer Schaden, wenn wir alle Geopanels wegmachen. So, dann können wir da Capture versuchen. Ich will aber die Leute hier auch noch ein bisschen mit Skillpunkten versorgen. Greife ich jetzt diese Runde also noch nicht an. Dass vielleicht Sturm dann auch nochmal zuschlagen kann und Pandora und Dreieck was machen können. Zur Abwechslung. So, auf Bonus muss ich ja keinen Wert mehr legen.
Und dann einfach die Leute angreifen, die sonst nicht so oft angreifen. Okay. Hey! Hey! Going? I wasn't trying to. Hiya! Ja, er grübelt. Es muss jetzt ja auch irgendwie eine Entscheidung her. Vor der letzten Mission waren ja noch 20 Stunden Zeit und vor dieser Mission waren noch 4 Stunden Zeit. Das heißt, noch eine Mission können wir nicht absolvieren. Dann wird Armageddon hier schon einschlagen. I just don't know. What should I do? Ich weiß es einfach nicht. Was soll ich nur tun? Christo! Christo, deine Hörner liegen hier auf dem Boden. Oh, pardon me. I hadn't noticed. Oh, tut mir leid, ist mir gar nicht aufgefallen. Oh, no, this isn't what it seems. Oh, das ist jetzt gar nicht so, wie es aussieht. My? What isn't what it seems? Und was genau ist jetzt nicht so, wie es aussieht? My horns didn't fall off. It was simply an optical illusion. Meine Hörner sind gar nicht runtergefallen. Das war nur eine optische Täuschung. Nobody said anything about horns. Wir haben doch gar nichts wegen der Hörner gesagt. I see. Something must be really troubling you. Oh, ich verstehe. Irgendwas muss dir wirklich Kummer bereiten. What do you mean, Sir Kilia? Wie meinst du das, Kilia? There's a type of demon whose horns fall off when they're under a lot of stress. Es gibt eine bestimmte Dämonenart, deren Hörner abfallen, wenn sie unter großem Stress stehen. Da frage ich mich jetzt gerade, ob sich der Kilia das ausgedacht hat, um Christo nicht in die Bredouille zu bringen. Oder ob es wirklich so eine Dämonenart gibt. I forget what they're called, but sorry, Christo. I didn't know you were one of them. Ich weiß nicht mehr genau, wie man sie nennt, aber tut mir leid, Christo, ich wusste nicht, dass du einer von ihnen bist. Kilia. Bro. Is there really a race of demons like that? Kumpel, gibt es da wirklich eine Dämonenrasse, eine derartige Dämonenrasse? Yeah, of course there is. Ja, natürlich. You shouldn't put yourself under that much stress, Blip. Please get some rest, Christo. Du solltest wirklich aufpassen, dich nicht so sehr Stress auszusetzen. Gönn dir mal eine Pause, Christo. Thank you very much. But if I don't hurry, Armageddon. Ja, vielen Dank, aber wenn ich mich nicht beeile, dann wird Armageddon. Armageddon? Sounds cool. I can't wait to see it. Armageddon? Klingt ja cool. Kann's gar nicht erwarten, es zu sehen. No, it's not that. Nein, das ist es aber gar nicht. Forget it. Let's go defeat Margarita. Ach, vergesst es einfach.
ziehen wir los und besiegen Marjorita. Aber das hier wird noch nicht Marjorita sein, das hier ist der vierte Level. Weiß nicht, wie das gleich weitergeht. Okay, wir haben einmal Forschung fertig. Können wir eben abholen. What? Is this okay? Okay, da konnten wir natürlich keinen Overlord entdecken. In den grünen Welten gibt es nie einen Overlord. Is this okay? Aber wir haben eine neue Unterwelt gefunden. Nämlich die hier. Level 51. Direkt mal Leute hinschicken. Ich weiß nicht, die sind alle so stark. Ich muss noch mal kurz überlegen. Vielleicht haben wir auch eine stärkere Unterwelt. Die 75er, wollen wir die versuchen? Die 60er, Toto Bunny. Die neue war 51. Ich nehme die Rate, 20% ist eh niedrig. 75, 75. Die 75er werden wir wohl noch nicht schaffen. Also ich mache die hier nochmal und... Obwohl... Was haben wir hier für Leute? Die sind... Ja, die sind ganz stark, genau. Das heißt, wir haben dann gleich genug Leute. Machen wir also das hier, wie geplant. Mal mit, dass die mal ein bisschen leveln kann. Later. Und ich war mit den Leuten gar nicht im Krankenhaus. Ich hoffe, das geht gut. Muss ich doch noch mal eben nachgucken. Also tot war ja keiner und ja, vielleicht leicht verletzt ein, zwei Leute, das ist kein Problem. Jetzt haben wir Gefangene gemacht, können wir verhören. This is it. Ja, der Bär ist auf Forschungsreise. Dann muss Kilja das mal eben machen. Awesome! This is it. You lose. You lose. You lose. You lose. You lose. So, das wird wohl noch nicht reichen für den nächsten Level der Skill Squad. Awesome. Aber wir sind da einen großen Schritt näher hin. Fast die Hälfte. Das heißt jetzt nochmal 10 ungefähr. Ja, 11 Level 55 Leute, also 10 Level 55 würden nur 1150 Punkte bringen. Bei den Innocences.
There! Ich muss mal eben nach Weapon Mastery Schild gucken, ob ich da vielleicht die 30 schon erreicht habe. Und Stäbe eventuell auf 15. Wahrscheinlich nicht. So, gucken wir hier mal nach Schild. 27. Sonst jemand da auf 30. Nee. So ein Stäbe könnte Reiz sein. Nein, noch weit weg. Ein weiter Weg. Let's fix you up. Ja, wieder mal nichts zu tun. Dann sehen wir uns nächste Folge wieder. Und schauen mal, ob wir alle durch Armageddon vernichtet werden oder was da passiert. Also macht's gut. Tschüss.